Revi schießt, nee, warte mal, was war das? Montana Black schießt gegen Revinzeit. Das ist dieses Video, meine Freunde, was ich gerne mit euch mal ganz kurz durchgehen wollen würde. Von neuesten News. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, ganz kurz, ich weiß gar nicht. Komme ich hier Twitter Revinzeit? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ob ich hier auf. Inkognito-Modus auf meinen Twitter komme. Ich bin jetzt hier gerade nicht angemeldet, aber ich glaube. Hier, Leute, ich glaube, ihr habt das kurz mitbekommen. Ich will jetzt auch gar kein großes Thema draus machen. Monte hatte auf mein Video damals, auf meinen Tweet geantwortet. Tweet so relevant wie deine Videos. Dann habe ich einfach gesagt: Junge, musst du nicht streamen. Ah, shit, egal. Next week ist hier genug Steuerfahnder, Gerichtsverfahren. Also langweilig wird dir nicht. Vorerst letzten 143 Millionen Views, Code Revinzeit schmeckt auch. Ich wollte Monte kurz da dementsprechend stark antworten. 43 Millionen Videos mit Content, mit, auf dem er stolz sein kann. Eine Woche Stream tut dir bestimmt auch nicht gut, vielleicht kommt sein Views ab. Ja, also ihr seht auch hier schon, bei dem ihr hoffe, Jody verlässt dich und schickt mir morgen, übermorgen Nudes, Leute. Das war natürlich alles nicht ernst gemeint. Ey, Monte und ich kennen uns schon, ich glaube, ich kenne Monte jetzt mittlerweile seit fucking, keine Ahnung, Alter, wie lange kenne ich Marcel schon, Junge? Marcel hat immer eine Kesse Lippe, ich aber auch. Marcel ist halt ähnlich in seinen Streams, ähnlich wie in seinen Streams, er lässt sich halt nichts Maul verbieten, das tue ich auch nicht. Von daher sind wir da ein bisschen aneinander geraten, aber auf einer sehr, sehr ironischen, freundschaftlichen Ebene. Von daher passt das alles, Leute. Ich finde es extrem funny, dass so viele Leute das ernst genommen haben. Keine Ahnung, Alter, dass sie ja gedacht haben, dass das wirklich real ist hier. Das war natürlich kein echter Beef. Ich habe sogar später mit Monte, ich werde das jetzt hier nicht zeigen, ich habe später sogar mit Monte noch auf WhatsApp hin und her geschrieben. Wir haben uns ein bisschen über die Tweets, die darunter geschickt worden sind, lustig gemacht, meine Freunde. Also alles halb so wild, alles entspannt. Beef mit Monte habe ich an der Stelle hier nicht. Auch wenn Monte oft gegen mich in seinem Livestream schießt. Ich mache das gerne privat, Monte. Ich mache mich gerne über alle, bei anderen Leuten über dich lustig. Das passt soweit. Wir beide sind trotzdem noch cool miteinander, auf Ehre. Gut, machen wir wieder Master-Battles mit Monte. Ich glaube, Monte hat keinen Bock mehr auf Minecraft oder auf mich. Ich kann es nicht genau ahnen, aber wie soll er es auch hier mitbekommen? Er kann ja gerade nicht auf Twitch streamen. Grüße geht raus an dich, du Hund. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal ganz kurz dieses Video an, meine Freunde. Denn der Kerl hat das hier ein bisschen sehr ernst genommen. Ein bisschen sehr, sehr ernst. Gucken wir mal ganz kurz rein hier. YouTuber und Streamer Montana Black ist momentan auf Twitch für 7 Tage gebannt. Zeit genug, um auf Twitter einigen YouTubern mal richtig einzuheizen. Ja. Revinzeit schrieb beispielsweise auf Twitter: Nicht vergessen, jeder Mensch, den ihr jemals gesehen habt, sehen werdet, kackt. Das Wort kackt, Alter. Dieses Wort kackt, das werde ich mir als Klingelton machen, Junge. Wahrscheinlich sogar ziemlich ekelhaft. Hoffe, dieser Gedanke erleichtert euch das Leben. Montana Black schrieb darauf: Tweet so relevant wie deine Videos. Revinzeit fand diesen Tweet aber anscheinend gar nicht so lustig. Doch, tatsächlich, aber wenn man uns beide kennt, dann weiß man, dass wir auf einem sehr ironischen Niveau miteinander halt klarkommen. So funktioniert das. Junge, musst du nicht streamen? Ah, shit, egal, next week sicher genug Steuerfahnder und Gerichtsverfahren, also langweilig wird dir nicht. PS, letzten Monat 43 Millionen Views, Code Revinzeit schmeckt auch. Der Code von Revinzeit schmeckt absolut lecker. Monte, der Get on my Level Code ist, glaube ich, ja. Scheint so, dass sich hier ein kleiner Beef anbahnt. Ich schwöre, ich krieg bei dieser Stimme krieg ich Hasskicks, Alter. Wie kann man das denn ernst meinen, was wir da beide talken, Alter? Wie kann man das denn ernst meinen? Jetzt mal ehrlich, wie kann man denn denken, dass wir das wirklich ernst meinen? Junge, Digga, noch mehr Bass-Compression auf deine Stimme, Alter. Du hörst dich an wie eine Doppelung aus Gomma HD und Dena. What the fuck, Junge? Entspann dich mal, Alter. Ob das Ganze ernst gemeint ist, weiß niemand so richtig. Das war jetzt die News. Ob das Ganze ernst gemeint ist, weiß niemand so richtig. Das war jetzt die News. Das ist das auch eine ironische Nachrichtenseite? Neueste.news, Alter. Was machst du denn noch für ein Content, Junge? Wer bist du denn? Gucken wir mal ganz was hier drauf, Alter. Da, Montana Black auf Twitch gespielt. Hä? Das sind ja alles so, das sind ja alles Monte News. Bei den ersten Anzeichen einer schön auch, schön rein monetarisieren. Schön hier, Nachrichten. Nachrichten, wichtig sind sie, Nachrichten. Hä? Wurde wegen eines Ausrasters in einem anderen Stream zu 7 unterschiedlich umgegangen. Gut, das habe ich alles schon gesehen von Monte. Das ist mir, ja, kann ich, kann ich ein bisschen nachvollziehen, seine Meinung. Neueste News. Da auf jeden Fall gerne mal ein Abo da lassen. Die sind auf jeden Fall eine seriöse und
anständige Newsquelle, auch Promin News mit Y, kann ich nur empfehlen, meine Freunde. Im Champions League Finale ging es auf dem Im Champions League Finale ging es um den 7. Platz. Hier auch nochmal. ASMR Janina und Pensen kann. Papa Platte will sich neuen Wagen gönnen. So war die Probefahrt. Diesen Job hätte Bibi's Beauty. Das, meine Freunde. Das sind sie wieder, die Promi-News. Genau. Gut. Sind wir, glaube ich, an der Stelle durch mit. Brauchen wir uns nicht mehr zu befassen. Mont und ich hatten keinen Stress, meine Freunde. Alles cool zwischen uns beiden. Wir lutschen uns gegenseitig die Eicheln. Wir werden trotzdem auf dem gleichen respektlosen Niveau miteinander, übereinander reden. Das passt. Das können wir ab, weil wir uns kennen. Dann ist das in Ordnung, liebe News Outlets. Und an der Stelle, Monte, ich freue mich, wenn du zurück auf Twitch kommst. Also, können wir da mal gucken. In diesem Sinne. Gut, Leute.